Dave hat eine eigene Kryptowährung gemacht. Ich halte selber 10.000 von diesen Tokens. Krypto, NFT, Blockchain. Man hört momentan nichts anderes und gefühlt ist jeder in irgendeiner Weise investiert. Für mich ist Krypto die Zukunft. Die Marktkapitalisierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Thema noch null auseinandergesetzt habe, weil ich den Kopf gar nicht dafür habe. Monte auch. Aber nicht. Würde mich mega interessieren. Nicht? Schade. Ja, aber du bist im Krypto drin, oder? Ich bin deep drin, ja. Ich bin deep in Krypto tatsächlich, ja. Cool. Mit Trading-Bots, Monitoring und sowas, so ein bisschen, ja. Kapitalisierung ist über die letzten Jahre bis heute auf ein All-Time-High von über 2,5 Billionen Dollar gestiegen. Es kommen täglich neue Tokens auf den Markt und hätte man vor einem Jahr 1.000 Euro in Dogecoin investiert, wären sie heute 260.565 Euro wert. Das Thema verspricht eine Revolution, wie wir sie zuletzt durchs Internet gesehen haben. Hört auf, Shit-Tokens. Shit-Tokens. Ja. Dogecoin, SafeMoon. Blablabla, bla, bla. Ich mag das Projekt, Leute. Dahinter steckt kein Projekt, das ist keine validierte Krypto. Die kann nichts, die macht nichts. Und die ist nur, Elon Gate genauso, die ist nur gepusht durch eine einzige Person. Wenn eine einzige Person sagt, das ist Shit, crasht der Markt. Hört auf, euch davon abhängig zu machen. Wenn ihr in Kryptos investiert, ne? Geht in Alt-Tokens, in Altcoins rein, die ein Projekt haben dahinter. Polkadot, Cardano, keine Kaufempfehlung an der Stelle. Schaut euch Tokens an wie Ethereum. Ethereum 2.0 kommt raus, Lower Gas Fees und so weiter und so fort. Aber geht nicht in irgendwelche Shit-Tokens rein. Wenn ihr von jemandem fette Gains seht und ihr sagt, wenn irgendjemand auf TikTok postet seine fetten Gains und er sagt, ja, der Token kostet gerade 0,000444 Cent und er sagt, ja, wenn der Token irgendwann einen Dollar macht, dann ist euer Geld so und so viel wert. Das passiert nicht. Die Market Cap ist dann teilweise so hoch, das entspricht dem Abbild. Würde SafeMoon ein Dollar wert sein, ist SafeMoon das Doppelte wie die gesamte Weltwirtschaftsumsatzlast. Das ist nicht möglich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht möglich. Deshalb seid bitte vorsichtig, in was ihr investiert. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Und kauft nicht jeden Scheiß, den euch irgendein Spacken auf TikTok andreht. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und vor allen Dingen seht Krypto, wenn ihr es wirklich interessiert, als langfristige Investition und nicht nur als Short-Buy-Dip. Denkt an ein Jahr Haltefrist und so weiter und so fort. Ein Jahr Haltefrist steuerfrei. Hört auf, zwischen den Währungen hin und her zu traden. Und setzt auch mal ein paar Sachen aus. Einfach mal einen Dip aussetzen. Vielleicht sogar nachkaufen. Aber wie gesagt, alles eure Entscheidung. Ich sag nur, seid bitte sehr vorsichtig. Wegen Chef Strobel-Tweet habe ich 10k in SafeMoon investiert. Ich habe Chef Strobel geschrieben, ja, ich meinte so. Das ist ganz gefährlich, ne? Bro, was soll das? Was soll das? Und er meinte, ja, ich mag das Projekt. Da ist kein Projekt dahinter. Da steht nichts dahinter. Es gibt gute Produkte am Markt. Fan-Tokens, die sinnig sind. Wie gesagt, no Kaufempfehlung meinerseits. Aber es gibt Projekte, Polkadot, Chilis, was weiß ich, Jigstack. Das sind alles Sachen, die haben eine Daseinsberechtigung. Die sind relativ neu, die müssen sich noch beweisen. Aber please, be careful und informiert euch vorher, was kann dieser Token? Sind da Leute dahinter, deren Gesicht öffentlich ist und was haben die für eine Legacy? Ganz, ganz wichtig. Haben und gleichzeitig. Ich werde mein Portfolio in Krypto niemals ernsthaft mit euch scheren. Ich werde niemals ernsthaft eine Kaufempfehlung rausballern. Ich gebe mal einen Retweet auf Twitter von Sachen, die ich interessant finde. Mehr mache ich aber nicht. Ich rede da nicht oft drüber, weil ich möchte auch kein Vorbild sein. Oder irgendwie dann derjenige sein, der, ja, aber Revi hat gesagt. Hätte ich eine Möglichkeit, schnelles Geld. Ja. Aber irgendwie crasht im Moment alles. Ja, weil Bitcoin als Leitwährung halt gerade reintangelt. Wegen Tesla-Abschluss. Aber wie schwer ist es, selber Teil davon zu werden und nicht nur Krypto zu kaufen, sondern selber zu erstellen? Token zu erstellen ist so einfach. Das ist komplett gestört. Wir haben 10 Millionen. Bevor wir mit dem Video starten, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Wenn dieses Video über 30.000 Likes bekommt, dann werde ich probieren, mit einer eigenen Kryptowährung zu Rolex zu kommen für eine Rolex-Trader-Folge. Am Anfang einer jeder großen Idee steht kein Produkt, sondern ein Marketingplan. So traurig das ist, mittlerweile scheint es wirklich so zu sein. Wir müssen verkaufen. Auch bei einer Kryptowährung. Bevor wir uns also um die Erstellung dieser Kryptowährung kümmern, brauchen wir als allererstes einen Marketingplan, ein Marketingvideo, eine Website und Leute, die vertrauenswürdig sind, um diese Kryptowährung zu verkaufen. Auch noch einen Namen. Irgendwas, was richtig knallt. Also jeder hofft momentan, Millionär zu werden.
Das ist so trash, das muss funktionieren. Wenn die Leute auf die Website gehen und das sehen, keiner wird auch nur einen Cent investieren. Oder alle werden oder investieren. Oder alle. Um diesen wunderbaren Namen, den wir gerade erfunden haben und den ihr gleich hören werdet, werden wir jetzt eine Website bauen, auf der wir das Video einbinden, auf der wir alle unsere Vorteile dieser Kryptowährung oder dieses Tokens einbinden. Ich hab da schon eine Idee. Wir starten mit dem Werbevideo. Wir brauchen eine Menge Stock-Footage, um uns mit den ganzen anderen Startup-Videos einzureihen. Eine vernünftige Synchronstimme und ein Video, in dem viel gesprochen wird, aber nichts gesagt. Das kann ich sehr gut und damit starten wir. Krypto, aber verständlich, sicher und transparent. Kein Schnickschnack, einfach nur Banking. Dezentralisiert. Revolution im Finanzbereich. Ein Schritt. Immer. Alle Kryptos sind dezentralisiert, oder nicht? Ja. Decentralized und governed Token. Jede Schmutz-Token-Seite sehe ich das. In die Zukunft. Nachhaltig. Was eine komplette Lüge ist, weil wenn es eine Sache gibt, die Krypto nicht ist, dann nachhaltig. Kommt auf den Token an oder auf den Coin. Gibt noch ein paar tatsächlich, die Nachhaltigkeit fördern. People by people. Wir sind alle gleich deswegen. Was habe ich hier geschrieben, Digga? Gut. So kitschig, Alter. Aber wir brauchen auch noch einen Synchronsprecher. Damit wir ein Video haben, das auch in irgendeiner Weise verkauft, brauchen wir ein wenig Professionalität. Wenn wir schon in dem Video nichts sagen und nur leere Versprechungen machen, dann muss es wenigstens dabei gut aussehen und sich gut anhören. Deswegen sind wir auf Fiverr und suchen einen Synchronsprecher. Wirkt es für Almans und für andere Leute professioneller, wenn Sachen auf Englisch sind? Ja, ne, weil sie weniger verstehen. Alles klingt nicht professionell, wenn ihr irgendein schwieriger Typ sagt, investiert jetzt in unseren Coin. Das stimmt, der Name, das reißt alles wieder raus. So, Uwe kümmert sich um ihre Reise. In der klassischen Ausgangsstellung für den Schmetterball. Hallo, ich bin der Uwe und... Uwe auch nicht. Mein Name ist David. Ich bin Ihre Stimme für alle Projekte, für die Sie... Geil. David? So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was er sagt. Es muss auf jeden Fall viel gesprochen werden, ohne dass Sachen gesagt werden. Das ist ganz wichtig, lasst euch zulabern. Mich grundsätzlich so bei irgendwelchen Kryptomarketing... Was sagst du? Wie YouTube-Videos. Ja, true. Einfach nur reden ohne Inhalt. Jetzt bist du schon wieder so leise. Scheiß doch drauf. Mann, ey, dann gehe ich jetzt wieder ins Mikrofon rein, ey. Das ist geil. Marketing-Videos, das geht so ein bisschen fast in irgendwelche KLS-Richtungen. Genau das brauchen wir und da setzen wir uns jetzt dran. Wir haben gebrainstormt und getextet. Das ist mein alter Cutter, der arbeitet jetzt für Dave. Was das Zeug hält, um keine leeren Versprechen auszulassen, um das Video möglichst... Er hat mich angelungen. Er hat gesagt, er macht nur kurz sein Uni-Studium fertig, dann kommt er zurück. Der ist nicht zurückgekommen. Ist jetzt bei Dave. Aber ist alles cool. Authentisch. Er sieht auch glücklich aus. Nee, also das Ding ist, ich habe einen neuen Cutter, so, deshalb haben wir gesagt, scheiß drauf, Leo, verpiss dich, geh woanders hin. Ja. Das Ding, das reimt sich sogar. Hast du den Einstieg in Dodge verpasst? Hast du den Einstieg in Bitcoin verpasst? Dann sei dieses Mal schlau und investier alles, was du hast, in... Ja, okay, geil. Ja, geil. Das muss reichen. Nee. Wir haben komplett Metatext für den Voice-Over-Artist geschrieben. Wir schicken die jetzt ab und dann können wir damit weitermachen. Dann ein paar Aufnahmen von grünster Natur. Ein paar Aufnahmen aus der Stadt, die das schnelle Leben, neue Technologien und so weiter zeigen. Und dann sollte das Werbevideo eigentlich schon fertig sein. Aber wie sieht unser Coin eigentlich aus? Was wird auf dem Coin drauf sein? Eigentlich muss es ja einen Anhaltspunkt geben, bei dem die Leute sich wieder sicher fühlen, wenn sie dann soweit sind und den Coin vor sich sehen und ihn kaufen wollen. Wir brauchen unseren vertrauenswürdigsten Salespartner auf dem Coin. Was würde da besser funktionieren als ein Profilbild, bei dem ich so aussehe? Scheiße. Würde ich mir kaufen. Wir haben die Synchronsprecherdateien bekommen, wir haben uns Stock-Footage geholt und ich habe Leo damit beauftragt, die krasseste Werbung für diesen Coin zu schneiden, um Vertrauen zu erwecken bei den Leuten und um den Leuten zu sagen, was unser Coin kann und was wir brauchen. Ich werde mir jetzt zum allerersten Mal die Werbung anschauen. In einer Welt, die vom Wandel der Zeit eingeholt wird, bringen wir die Lösung für alle Finanzprobleme. Ein dezentrales Bezahlsystem, vor dem alle Menschen gleich sind. Bei dem keine Bank Einfluss nimmt und bei dem das Geld wirklich dir gehört. Smart, einfach und zukunftssicher sind Wörter, die man selten mit unserer Währung in Verbindung bringt. No pain, no gain. Und da wir Gain lieben, lieben wir auch Pain. Sie sagen, Geld wächst nicht nach vorne, aber wir sind der Samen. Scheiß Text, warte, Alter. Was? Richtig gehört, wir sind der Samen ohne S. Amen. Fangt an zu beten und werdet reich. Sehr schnell, sehr reich. Hast du den Einstieg in Doge verpasst? Hast du den Einstieg in Bitcoin verpasst? Ja. Dann sei dieses Mal schlauer und investier alles, was du hast, in... Das ist, Digga, so fucking dumm. Das würde ich ja. Aber genau so muss das sein. Das Ding ist, diese Werbung muss auch irgendwo zu finden sein. Wir brauchen eine Website.
Das ist wir hätten uns eine Menge Aufwand damit machen können, eine Website von vorne bis hinten durchzuprogrammieren. Oder wir nehmen einfach ein Template, das genau so aussieht wie jede Krypto-Seite. Genau, ja, das haben wir getan. Mit einem Namen und sowas. Minus.de kommt ihr jetzt auf unsere Krypto-Website. Chat, wie viel Geld würdet ihr investieren? Die sieht, no joke, 1:1 aus wie jede ICO. Gesagt. Also alles. Das ist sau viel. Ich habe sau viel Geld, ne? Ja, aber ist doch, es wird ja mehr. Okay. Die man in den letzten drei Jahren gesehen hat. Wir sehen unseren kranken Gain mit 18769%. Wir haben diverseste Erklärungen, wie unser Coin funktioniert. Ich würde euch aber raten, die Website selber mal auszuchecken, denn dort gibt es einiges zu finden. Oh, und wir haben auch unser Team. Founder, CEO und Employee of the Month. Also geht auf die Website, ihr werdet einiges finden. Ich würde fast sagen, unser gesamtes Werbekonzept steht. Wenn man diesem Coin nicht vertraut, welchem dann? Ja. Welchem? Der Marketingplan steht, die Website steht, das Video steht, wir haben vertrauenswürdige Verkäufer, wir brauchen nur noch den Coin. Das Problem, ich habe überhaupt keine Ahnung von Programmieren. Ich habe keine Ahnung, was es eigentlich für Unterschiede gibt. Ich verstehe das Grundkonzept von Krypto, aber wie erstellt man das? Keine Ahnung. Natürlich habe ich auch nicht genug Zeit, um mir jetzt das Programmieren innerhalb von 4 Tagen... Es ist relativ umständlich. Es sind halt so Blockchains und sowas. Kommt darauf an, auf welcher Basis du das machst. Die meisten Tokens und Coins, die gerade generiert werden und gemacht werden, sind halt Ethereum-basiert. Und darauf bauen halt ganz viele Projekte halt auf. Man hat Ethereum, lower Gas Fees hat und sowas und sehr schnell verarbeitet und so. Aber es ist schon sehr, sehr komplex, ja. So beizubringen, dass ich eine Kryptowährung... Das hat dir wahrscheinlich nichts geholfen, was ich gerade gesagt habe, ne? Nee, das hat mir gar nicht geholfen, aber mein Bruder ist zum Beispiel mehr in dem Thema drin und... Dann hol ihn mal da raus, sonst verliert er sein ganzes Geld, wenn er hier nicht rein investiert, schnell. Watertight irgendwie zusammenprogrammiert bekomme, die ich dann auch verkaufen kann. Also habe ich mich auf die Suche nach Services gemacht, die mir diese Arbeit abnehmen. Und was ich da gefunden habe, war komplett krank. Eine gute Alternative zu einem vernünftigen Coin und einem sehr gut produzierten ist cointool.app. Und als ich das gefunden habe, bin ich komplett crazy gegangen. Das ist eine Website, auf der man von den gängigsten Coins, also ERC20 wäre Ethereum, BNB ist Binance auf Basis von diesen Coins innerhalb von wenigen Minuten Token erstellen kann. Okay. Kotzt mich an, dass er kein Ethereum 20 Token gemacht hat. Token auf Basis von Coins, was zur Hölle habe ich da erzählt? Coins sind eigenständige Plattformen, Bitcoin, Ethereum wären Beispiele dafür. Anders sieht es bei den Tokens aus, die quasi nur Ableger von einem dieser Plattformen sind. Was in der Welt von Krypto häufig... Ableger bzw. Tokens sind, die auf diesem Grundgerüst des Coins, auf der Smart Chain des Coins basieren. Reicht, um irgendeine krasse Idee, die in keiner Weise funktioniert, zu vermarkten und zu verkaufen. Ich habe mich ein bisschen informiert und ich werde einen BNB, also einen auf Binance basierenden Token erstellen und das werden wir jetzt gemeinsam tun und ich zeige euch, wie fucking einfach das ist und gleichzeitig dadurch, wie gefährlich das ist, wenn ihr keine Ahnung habt, genauso wie ich, in irgendwelche Kryptos zu investieren. Denn jeder Vollidiot kann hier seinen eigenen Krypto-Token erstellen. So, und wir sehen schon ganz oben, das allererste, für das wir uns entscheiden müssen, ist der Token-Name. Jetzt können wir auch endlich unseren Namen revealen, ne? Und was würde besser passen als Get Rich Fast? Genau das soll dieser Coin nämlich machen. Er soll Leute schnell reich machen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall trägt man hier einfach den Namen ein. Get Rich Fast. Wir überlegen uns ein Symbol, also GRF, die Abkürzung dafür. Wir können uns entscheiden, wie viele es davon geben soll und ob sie nachträglich noch zu meinen sind. Wir gehen einfach mal auf 10 Millionen, was die Hälfte von Bitcoin ist und das bringt überhaupt nichts, diese Information. 18 Dezimalen, das ist so die Standard-Kryptolänge und dann können wir uns entscheiden, ob man welche davon burnen kann, also zerstören kann und so weiter. Als Token-Eigner kann man halt Tokens burnen, um halt den Supply quasi ein bisschen zu limitieren, um halt da weiter den Preis halt anzutreiben. Das ist eine gängige Taktik bei Tokens, dass sich zum Teil einfach Tokens geburnt werden. Ja, fragliche Geschichte. Du musst dir so vorstellen, als Notenbank druckst du Geld und weil gerade keiner dein Geld haben will, verbrennst du es einfach, damit es knapper ist, weißt du? Ja. Komplett Schwachsinn. Angebot Nachfrage. Ja. Das ist alles völlig egal, wir wollen diesen Token einfach kreieren. Bevor ich jetzt auf Create Token drücke, ihr müsst nichts machen, außer euch einen Namen zu überlegen und zu überlegen, wie viele ihr davon haben wollt. Ja, den Rest könnt ihr einfach Scheiße so einfach stehen. Auf den Malediven oder sowas anmelden oder auf Curaçao und dann macht ihr da eine Firma und eröffnet eine Firma und schiebt euch selber die 5 Millionen Initial als Whale zu und den Rest sagt ihr, gebt ihr in den Umlauf und versucht irgendwie auf einer Börse gelistet zu werden und versucht dann
da eine Price-Dingsing zu bekommen, verkauft alles wieder und habt einfach fett Geld gemacht oder nutzt halt einfach das verkaufte, das eingesetzte Geld wieder. Es ist halt aus der Luft gegriffen. Es ist verrückt. Lassen. Wir drücken auf Create Token. Meine Metamask Wallet öffnet sich. Jetzt seht ihr nichts mehr. Jetzt muss ich einfach... Was sagst du? Im Grunde genommen muss doch eigentlich... Naja, hier steht halt kein Produkt dahinter. Der Token ist einfach nur da. Ja, verstehst du? Ja, deswegen, die Firmen müssen doch aber, damit es überhaupt einen Value hat, muss man doch eigentlich das als Bezahlmethode nutzen können. Nein. Viele Tokens sind gar nicht mehr als Bezahlmethode zu verstehen, sondern sind primär eigentlich nur noch Founding. Das ist ganz interessant. Das heißt, viele Tokens founden quasi Plattformen oder Projekte. Ja? Ja. Das sind wie Virtual Shares von einer Plattform beispielsweise. Chili's ist ein ganz gutes Beispiel, ist ein Fan-Token, der Socius-App zum Beispiel befeuert. Und die Socius-App wiederum ist eine Plattform, die macht Fan-Tokens für Fenerbahce Istanbul, für Manchester, für bla 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 bla, für viele Fußballvereine. Und ja. Damit finanzieren sich quasi die Companies dahinter. Weißt du, was ich meine? Da steht ein Produkt hinter. Dementsprechend ist das halt interessant. Also oftmals sind Tokens gar nicht mehr als Bezahlmethode irgendwo einzusetzen. Ne? Okay, das heißt, meistens sind die halt einfach nur Money Raise quasi so ein bisschen gefühlt. Aber wenn nur, die haben doch dann von sich aus eigentlich erstmal gar keinen Value. Nein, dahinter steht eine Ideologie und meistens irgendeine Idee. Crazy, okay. Ja. Und Angebot und Nachfrage macht quasi den Preis. Einfach nur 400 Euro BNB bezahlen für eine absolute Scheißidee. Das werden wir jetzt aber machen. Und sobald ich jetzt diese 400 oder 450 Euro in BNB bezahle, werden... BNB ist, wie gesagt, eine weitere Blockchain, von Binance gelauncht worden, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas. Und ist auch, sag ich mal, ein ganz gutes Konkurrenzprodukt zu Ethereum. Sofort 10 Millionen mal Get Rich Fast oder Safe Moon oder was auch immer in eurer Wallet gutgeschrieben. Ihr habt die instant. Die müssen nicht gemeint werden, die sind einfach sofort da. Die werden generiert. Das ist komplett gestört. Das ist komplett gestört. Seid ihr ready? Ja, BCC, sorry. So BCC ist die Chain, genau. Was ist das? Binance, wie heißt das? Binance, BCC, was ist das? Binance Chain. Wie schwer ist es, eine Kryptowährung, einen Krypto-Token ins Leben zu rufen? Auch gefährliches Halbwissen von mir hier. Token created successfully. Wir haben 10 Millionen GRF. Bei mir in der Metamask wird sich angezeigt. Ich habe mir eine Crap-Metamask dafür erstellt. Ich muss dann noch Binance Smart Chain aktivieren irgendwie. Das ist so gestört, das bedeutet, man ist circa 2-3 Minuten davon entfernt, einfach so für 450 Euro seinen eigenen Crypto-Token ins Leben zu rufen. Ohne jede Ahnung. Der Token war fertig erstellt, wir hatten unseren Marketingplan und ich bin mir sicher, dass wir es hinbekommen würden, den jetzt auch zu verkaufen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, braucht die Welt einen weiteren Shitcoin? Braucht die Welt einen weiteren Shitcoin von mir? Nein. Grundsätzlich ja, aber ich sollte mich vielleicht erst noch ein bisschen weiter über dieses Thema informieren und mich mit jemandem zusammentun, der das wirklich professionell macht. Ich glaube, Get Rich Fast hat nicht das Zeug dazu, irgendjemandem in irgendeiner Weise weiterzuhelfen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, diesen Token zu verkaufen. Entschuldigt bitte. Ich will niemandem von euch Geld aus der Tasche ziehen. Dieser Krypto-Token kann rein gar nichts. Schreibt einfach eure Wallet-Adresse unten in die Kommentare, dann schicke ich ein paar Leuten von euch einfach ein paar Get Rich Fast Token rüber. Wenn ihr aber sehen wollt, wie ich mich um dieses Thema ein bisschen ausführlicher kümmere und eine gute Idee umsetze, dann lasst diesem Video ein Like da, wenn dieses Video über 30 Millionen Dann lass dieses Video ein Like da, wenn dieses Video perfekt, über 30.000 Likes bekommt, dann werde ich mich weiter darum kümmern und einen Coin. Abgedisliked. So. Perfekt.